Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. In den letzten Wochen, Monaten wurde ich öfters gefragt, was ich denn von Anthony William, dem Autor verschiedener Bücher, unter anderem Mediale Medizin oder Heile deine Schilddrüse, halte. Und ich habe auch vor ein paar Wochen ein Rezept von ihm veröffentlicht, ein Heavy Metal Detox Smoothie, also ein Smoothie, der Schwermetalle ausleiten soll aus dem Körper. Und darunter gab es dann auch einige Fragen, was ich denn von Anthony William und seiner medialen Medizin halte. Und ich habe dann auch explizit einen Kommentar bekommen, und zwar: Mich würde interessieren, was du dir von Anthony William für dich herauspickst und für plausibel hältst und wovon du nichts hältst, beziehungsweise was für dich nicht passt oder was du aber generell gut findest, auch wenn du es nicht so machst. Und auf diesen Kommentar werde ich ein bisschen spezieller eingehen. Also ich stelle euch Anthony William kurz vor, seine 4 Bücher, ganz kurz den Inhalt. Dann werde ich euch erzählen, was ich gut finde an seinem Ernährungsprogramm, was ich nicht so gut finde für mich persönlich. Und dann beginne ich, seine Thesen oder sein Ernährungsprogramm noch ein bisschen differenzierter zu betrachten. Los geht's. Ganz kurz zum Autor Anthony William. Er hat bis jetzt 4 Bücher geschrieben. Das erste Buch, Mediale Medizin, ist 2015 veröffentlicht worden. Und zu Anthony William kann man immer wieder lesen, dass im Alter von 4 Jahren ihm ein göttlicher Geist erschien, der ihm seitdem präzise Informationen zu dem Gesundheitszustand von Menschen gibt, die vor ihm stehen, die er auch im Fernsehen sieht. Also ein göttlicher Geist, der mit der obersten Quelle verbunden sein soll. Er soll im Alter von 4 Jahren durch diesen göttlichen Geist das erste Mal die Information bekommen haben oder überhaupt das erste Mal eine Information bekommen haben, dass zum Beispiel seine Großmutter Lungenkrebs hat. Also der göttliche Geist hat Anthony dann zu seiner Großmutter geführt und er sollte Lungenkrebs sagen. Und alle Umstehenden waren überrascht, auch die Großmutter, weil sie sich gesund fühlte. Und es gab keine Indizien dafür, die auf Lungenkrebs hindeuten. Aber die Großmutter hat sich dann doch untersuchen lassen und tatsächlich wurde Lungenkrebs festgestellt, allerdings in so einem frühen Stadium, dass sie geheilt werden konnte. Ja. In dem Buch Mediale Medizin beschreibt er auch so ein bisschen seine Kindheit, seine Jugend, wie schwer das war, weil er die Stimme des göttlichen Geistes einfach nicht ausblenden konnte, weil er immer wieder Informationen bekam von Freunden, von Familien, auch über sich selber. Also er hat in seiner Jugend, in seiner Kindheit dann auch viel über gesunde Ernährung, gesunde Lebensweise gelernt durch diesen göttlichen Geist. Also das stelle ich jetzt erstmal so als neutrales Faktum hin. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass viele, wenn sie göttlichen Geist hören, dann erstmal sofort sagen, oh nein, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, das ist doch alles Müll, esoterischer Quatsch. Aber ich möchte dazu eins sagen, wer schon mal Kontakt hatte, engeren Kontakt zu hellfühligen, hellsichtigen Menschen, der wird wissen, dass es mehr gibt, als wir mit unserem geistigen Horizont erfassen können. Also das wäre für mich jetzt kein Kriterium, mich nicht näher mit seinem Ernährungsprogramm zu beschäftigen oder seine Bücher zu lesen. Im Buch Mediale Medizin beschreibt er eben seine Kindheit, seine Jugend und wie er dann irgendwann diese Gabe angenommen hat und seitdem vielen, vielen Menschen geholfen hat. Er bekommt also diese medialen Botschaften von seinem göttlichen Geist. Nicht nur bekommt er die Botschaften, an welcher Krankheit die Betroffenen leiden, sondern auch, wie sie wieder vollständig gesund werden können. Und er betont immer wieder in seinen Büchern, dass diese Botschaften dem heutigen Stand der Medizin oft um Lichtjahre voraus sind. Dieses Buch soll revolutionäres Heilwissen enthalten, das sich Anthony William in seiner langjährigen erfolgreichen Praxis als medizinisches Medium erworben hat. Also es soll die Ursachen aufzeigen von Krankheiten, die in der Medizinwissenschaft als chronisch oder unheilbar gelten, wie zum Beispiel rheumatoide Arthritis, multiple Sklerose, Typ 2 Diabetes, hormonelle Erkrankungen, chronisches Müdigkeitssyndrom oder Borreliose. Interessant in diesem Buch Mediale Medizin, er beschreibt als Hauptursache für viele chronische Krankheiten den Epstein-Barr-Virus. Das hatte ich so auch noch nie gehört, ist auf alle Fälle ein interessanter Ansatz. Und er beschreibt hier eben auch viele Erkrankungen wie eben Diabetes 2, Nebennierenschwäche, Candida, Migräne, Gürtelrose, dann auch ADS, ADHS, Autismus, posttraumatische Belastungsstörungen, Depression, prämenstruelles Syndrom und Menopause und auch
Borreliose. Und da gibt es immer so Fallbeispiele. Also er beschreibt dann immer, es sind vorwiegend Frauen, er beschreibt dann immer, an welchen Symptomen die Frauen genau gelitten haben, so ein bisschen ihren Leidensweg und wie er ihnen geholfen hat, was sie umgestellt haben. Im zweiten Buch, Medical Food, entschlüsselt Anthony William die Heilkräfte unserer Nahrungsmittel. Und was ich besonders gut finde, im Zentrum stehen die Heiligen Vier. Also er bezeichnet sie als die Heiligen Vier, und zwar Obst, Gemüse, Kräuter und Gewürze ist eine Gruppe und wild wachsende, essbare Pflanzen. Er beschreibt sie in diesem Buch sehr ausführlich und beschreibt natürlich auch, welche heilsamen Qualitäten jedes einzelne Nahrungsmittel uns gibt und bei welchen Beschwerden und Krankheiten sie eingesetzt werden können. Zudem gibt es auch immer noch spannendes Hintergrundwissen, zum Beispiel zu Themen wie Heißhunger und Stress. Den heiligen vier Lebensmittelgruppen stellt er dann auch die ungünstigen vier vor, also das sind so Lebensmittelgruppen oder Lebensmittel, die uns eher schaden und dafür sorgen, dass wir krank werden. Schon Hippokrates soll ja gesagt haben, lass deine Lebensmittel deine Heilmittel und deine Heilmittel deine Lebensmittel sein. Und genauso beschreibt es Anthony William auch in diesem Buch, es geht um Leben spendender Heilmittel, das wäre unsere wirksamste Medizin. Und auch in diesem Buch gibt es zahlreiche Rezepte und Zubereitungsempfehlungen. Das dritte Buch von Anthony William, Heile deine Schilddrüse, habe ich auch schon mal letztes Jahr in einem Mai-Vlog vorgestellt. Da hatte ich mir das Buch gerade neu gekauft und bin ja über das Buch auch zum Mono-Stangselleriesaft gekommen. Also er beschreibt auch in diesem Buch, dass die Schilddrüsenerkrankungen immer mehr zunehmen, gerade auch bei Frauen. Und sie werden eben für ein breites Panorama an Beschwerden verantwortlich gemacht, also geht auf Müdigkeit ein, Gewichtszunahme, Gedächtnislücken, Schlaflosigkeit, Haarausfall und so weiter und so fort. Und er beschreibt eben auch das, was viele nicht wissen, ist, dass die Schilddrüse oft nur ein leidtragendes Organ ist, während die wahre Ursache unerkannt bleibt. Die Ursache für die meisten Schilddrüsenerkrankungen wäre der Epstein-Barr-Virus, was er ja auch schon im Buch, im ersten Buch Mediale Medizin angesprochen hat. Und er geht in diesem Buch eben auf verschiedene Schilddrüsenerkrankungen ein. Also es gibt erstmal einen ersten Teil, da beschreibt er alles über die Schilddrüse. Dann gibt es einen zweiten Teil, die großen Irrtümer über chronische Krankheiten. Im dritten Teil geht es um die Wiederbelebung der Schilddrüse und im vierten Teil geht es um Schlafgeheimnisse. Also er hat in diesem Buch auch ein interessantes Programm entwickelt, also auch so eine Art Ernährungsprogramm, um die Schilddrüse wieder zu harmonisieren. Ist auf alle Fälle ein interessantes Buch und wer Probleme mit der Schilddrüse hat, kann es auf alle Fälle als Begleitung sehen oder als Inspirationsgeber, um die Schilddrüse wieder zu harmonisieren. In diesem Buch gibt es auch viele interessante Rezepte, auch diesen Heavy Metal Detox Smoothie, den ich schon am Anfang des Videos erwähnt habe, habe ich aus diesem Buch übernommen. Es gibt halt so eine Art 90-Tage-Programm, um der Schilddrüse etwas Gutes zu tun mit natürlichen Lebensmitteln, einer natürlichen Ernährung und einigen Supplementen. Jetzt im Mai wurde das vierte Buch hier in Deutschland veröffentlicht, Heile deine Leber. Das habe ich auch erst kürzlich bekommen. Ich muss zugeben, ich habe da noch gar nicht genau reingeschaut. Also das ist so ähnlich aufgebaut wie Heile deine Schilddrüse. Also im ersten Teil geht es um die wahre Berufung ihrer Leber. Dann geht es weiter, was passiert in unserer Leber, was geht in unserer Leber vor. Dann geht es Krankheiten, Beschwerden in Bezug zur Leber. Da wird dann nochmal genauer reingeschaut. Und die Leber heilen, ein neues Leben durch eine richtige Pflege der Leber. Auch wieder viele Rezepte, viele so Ernährungstipps, Hilfen, um die Leber wieder in Gang zu bringen, zu entgiften und in Schwung zu bringen. Also ich werde das auf alle Fälle jetzt in den nächsten Wochen lesen und bin gespannt, welche Tipps, welche Inspirationen ich mir aus diesem Buch ziehen kann. Das war jetzt erstmal die Kurzvorstellung der vier Bücher. Man könnte da über jedes Buch wirklich ein eigenes, ausführliches Video machen. Ich belasse es erstmal dabei und möchte jetzt zu dem Teil übergehen, wo ich erstmal beschreibe, was ich gut an diesen Büchern finde. Er propagiert eine pflanzliche Ernährung, also eine vegane Ernährung, eine fettfreie, fettarme Ernährung. Das ist ja auch genau die Ernährung, die ich selber praktiziere. Auf meinem Kanal ist ja auch immer mal so die Rede von schleimfreier, schleimarmer Heilkost nach An und Ehre. Da habe ich auch schon etliche Videos gemacht. Und die Ernährung, die Anthony William empfiehlt, geht auch in Richtung schleimarm, schleimfrei. Auch die Rezepte sind sehr ansprechend. Es gibt einige Rohkostrezepte, auch dass er so Monosäfte empfiehlt, also Stangenselleriesaft Mono, Gurkensaft Mono, auch mal Zitronenwasser zu trinken. Damit sollte man es allerdings nicht übertreiben, damit es keine Probleme mit Zahnfleisch und Zähnen gibt. Also die Rezepte sind auch recht
schlicht gehalten. Das gefällt mir auch sehr gut. Dann inspirieren mich immer seine neuen Denkansätze, seine neuen Anregungen, auch Sachverhalte im Körper, die er so ganz anders sieht als die Schulmedizin. Also ich habe schon viele neue Anregungen bekommen, auch wenn ich nicht mit allem so einverstanden bin, was er sagt, kann ich mir doch aus seinen Büchern viele neue Inspirationen, viele neue Denkansätze ziehen, also einfach mal über die Dinge anders nachzudenken, beziehungsweise auch weiter zu recherchieren und in die Dinge ein bisschen tiefer einzusteigen, in die Dinge ein bisschen tiefer hineinzuschauen. Im zweiten Buch, Medical Food, wo er die verschiedenen Lebensmittelgruppen, also die Heiligen Vier, beschreibt, habe ich auch eine sehr interessante Stelle gefunden, zum Beispiel bezüglich des pH-Wertes des Urins. Also er beschreibt, dass die Medizin, die Schulmedizin annimmt, wenn der pH-Wert sauer ist, dann ist der Körper übersäuert und dann muss entgegengesteuert werden, die den Körper eben basisch machen. Und er beschreibt, dass das eigentlich ein gutes Zeichen ist, wenn der Morgenurin wirklich sauer ist. Das bedeutet, dass der Körper über den Urinsäuren ausscheidet. Und wenn der Morgenurin basisch wäre, dann würde das eher bedeuten, dass der Körper keine Säuren ausleitet, sondern eher basische Mineralsalze wie Calcium über den Urin ausscheidet. Und dass das eigentlich ein Zeichen wäre, dass man innerlich übersäuert wäre. Also das war auch ein sehr, sehr interessanter Gedankenansatz. Und ich mache auch gerade ein Experiment. Ich habe mir pH-Wert-Teststreifen zugelegt und mache jetzt mal so 2-3 Wochen so einen Test, in dem ich jeden Morgen meinen Urin und meinen Speichel teste und dann auch nochmal tagsüber, weil man sollte dann immer so den Mittelwert nehmen. Ich mache jetzt seit ein paar Tagen ein Experiment. Ich habe ja pH-Wertstreifen und werde jetzt über einen längeren Zeitraum Urin und Speichel testen. Also vorzugsweise am Morgen und danach auch nochmal in der Mitte des Tages oder eventuell auch mal am Abend des Tages. Ich schätze, ich werde in den nächsten Wochen oder in 2 Monaten darüber auch mal ein Video machen. Die Teststreifen habe ich euch auch unter dem Video bzw. im angepinnten Kommentar verlinkt, falls ihr auch mal so einen pH-Wert-Test eures Urins und eures Speichels machen möchtet. Ich hatte jetzt am Wochenende auch gefastet, 60 Stunden Trockenfasten, und da waren die Urin- und Urinwerte natürlich auch sehr interessant. Und man erkennt auch, wenn ich dann wieder trinke und esse, dann ist der Morgenurin nicht mehr so sauer wie während des Trockenfastens. Also für mich wäre das ein Zeichen, natürlich auch so, wie Anthony William das interpretiert, dass eben der Urin, wenn der sauer ist, dass eben viele Säuren nach außen geleitet werden, und ein Trockenfasten oder Fasten, aber vor allem auch ein Trockenfasten, ist halt ein sehr extremes Fasten, wo auch viel gelöst wird, und beziehungsweise auch danach, wenn man dann viel trinkt, wird hier auch viel herausgespült. Im Dezember 2017 habe ich an einem Wochenende auch 2 Tage trocken gefastet und war dann an dem Montag darauf morgens in einer Arztpraxis, um meinen Urin abzugeben. Das war so ein allgemeiner Durchcheck und ich musste halt diesen Urin noch nachreichen, weil ich bei der vorherigen Untersuchung keinen Urin abgeben konnte. Ich hatte an dem Morgen dann noch was getrunken nach dem Trockenfasten, bevor ich den Urin abgegeben habe, und mein Urin muss dann sehr sauer gewesen sein. Ich kann mich an den Wert nicht mehr erinnern und habe dann eben dort in der Arztpraxis ein naturheilkundliches Mittel, glaube ich, bekommen, das ich einnehmen sollte, weil man wohl dachte, dass ich auch übersäuert bin. Ich wusste natürlich beim Trockenfasten, das war so ein extremes Fasten, das eben viel dann über den Urin auch danach eben ausgespült wird, gerade wenn man dann wieder anfängt zu trinken. Also ich habe mir da überhaupt keine Sorgen gemacht und hatte auch im letzten Jahr ab und zu mal mit anderen pH-Wertstreifen, die sehr einfache Streifen, ab und zu meinen Urinwert getestet, und da war eigentlich alles im normalen Bereich. Im nächsten Teil des Videos werde ich euch erzählen, was ich persönlich nicht so gut an seinem Ernährungsprogramm finde. Wer mich jetzt schon länger verfolgt, wird ja wissen, dass ich seit Januar, Februar 2018, nur noch eine feste Mahlzeit am Tag esse, dann trinke ich 1 bis 2 frisch gepresste Säfte und dann eine feste Mahlzeit am Abend, und das war's. Und ich komme damit sehr gut zurecht. Anthony Williams empfiehlt, regelmäßig zu essen, alle 2 Stunden. Also früh gibt es zum Beispiel Zitronenwasser, dann Stangenselleriesaft, dann Heavy Metal Detox Smoothie, je nachdem welches Ernährungsprogramm man durchführt. Dann gibt es zwischendrin kleine Snacks, dann Hauptspeise, wieder am Nachmittag kleine Snacks und Hauptspeise. Und das würde mich persönlich total überfordern. Also wer meine Videos auch
in den letzten 5 Jahren verfolgt hat, der wird vielleicht auch wissen, dass ich auch am Anfang 3 Mahlzeiten am Tag gegessen habe. Irgendwann bin ich auf 2 Mahlzeiten oder zu 2 Mahlzeiten übergegangen am Tag, 2 feste Mahlzeiten, und aktuell bin ich bei 1 festen Mahlzeit. Das war so ein ganz natürlicher Prozess. Das war eher so ein intuitives Vorgehen, dass mein Körper mir immer mehr signalisiert hat, er braucht nicht mehr Nahrung und dass ich die Nahrungsaufnahme einfach auf 3 bis 4 Stunden beschränke. Also diesen Ernährungsplan, so viel am Tag zu essen, werde ich persönlich nicht in meinen Ernährungsplan einbauen. Das würde für mich bedeuten, 5 Schritte zurückzugehen. Ich fahre, so wie ich mich jetzt seit 1,5 Jahren ernähre, sehr, sehr gut. Und da gehe ich auch ganz nach meinem Körpergefühl. Des Weiteren kommt hinzu, dass Anthony Williams überhaupt nichts vom Fasten hält. Weder vom Saftfasten, noch vom Wasserfasten, noch vom Trockenfasten. Ich habe schon viele Jahre lang Fastenerfahrung. Ich habe 1999 begonnen mit Fasten, bis 2004 jedes Jahr gefastet. Dann hatte ich 8 Jahre lang Pause wegen langer Stillzeit und Schwangerschaft. Und seit 2012, also seit über 7 Jahren, das war so im April 2012, faste ich wieder regelmäßig, mehrmals im Jahr. Saftfasten, Wasserfasten und seit Mai 2017, also seit über 2 Jahren, auch regelmäßig trocken. Ich komme sehr gut mit diesen Fastenphasen zurecht und habe damit auch keinerlei Probleme, bekomme eher auch einen Gewinn an Leistung und Gesundheit. Also ich fühle mich sehr, sehr wohl damit. Und deswegen, ich hatte jetzt zum Beispiel schon die Erfahrung gemacht, dass so Anhänger von Anthony Williams mir unter meinen Fastenvideos schreiben, ja, hier, schau dir dieses Video an, dann erfährst du die Wahrheit übers Fasten. Und also es gibt nicht nur diese Bücher von Anthony Williams, es gibt auch so eine Art Podcasts von ihm, aber es gibt auch mindestens 1 oder 2 Kanäle hier auf YouTube, die diese Podcasts übersetzen und dann eben deutsche Texte einlesen, wo er dann auch noch über verschiedene Themen wie eben Fasten spricht. Also für mich persönlich ist das kein Thema mehr. Also jetzt zu sagen, ach, Fasten ist ganz schlecht, das wird seit Jahrtausenden praktiziert. Und jetzt auf einmal zu sagen, Fasten ist nicht so gut, kommt für mich jetzt persönlich nicht in Frage. Wenn ich aber dann noch sein Ernährungsprogramm noch mal ein bisschen differenziere, gehe ich auch noch mal tiefer auf das Fasten ein. Es geht jetzt erstmal darum, was ich jetzt für mich nicht übernehme. Also ich habe sehr gute Erfahrungen mit Fasten gemacht und ich lese dann auch manchmal in den Kommentaren, gerade auf diesen Kanälen, die seine Lehren so verbreiten bzw. von Englisch auf Deutsch übersetzen, dass einige schreiben, eigentlich habe ich immer intermittierendes Fasten praktiziert und komme damit eigentlich ganz gut klar. Eigentlich nehme ich so früh noch gar nicht zu mir, aber wenn Anthony Williams sagt, ich soll ganz früh Zitronenwasser und Saft und Smoothie trinken, dann mache ich das eben. Und ich würde es besser finden, wenn die Menschen wirklich nach ihrem Körpergefühl gehen und diese Ernährungsprogramme von Anthony Williams eher so als Inspirationsquelle sehen und für sich dann das rausziehen, was für sie eben machbar ist. Ich verstehe natürlich auch, er spricht ja viele Menschen an, vor allem Frauen, die chronische Erkrankungen haben. Und ich verstehe natürlich auch, wenn jemand dann so ein Ernährungsprogramm, so ein komplettes Programm anbietet, dass man erstmal versucht, sich an dieses Programm zu halten, weil man ja seine chronischen Beschwerden auflösen möchte. Noch ein Punkt, den ich ein bisschen kritisch bei Anthony Williams sehe, dass er das Obst so unreflektiert beurteilt. Also ich habe ja eigentlich eingangs gesagt, dass ich gut finde, dass das Obst nicht verteufelt. Aber er sieht auch den Reifegrad oder die Herkunft des Obstes so unkritisch. Er sagt, man kann Obst aus aller Welt essen, das ist überhaupt kein Problem. Und wer so meine Videos verfolgt, weiß ja, dass ich gern so regional und saisonal wie möglich esse. Aber auch tropisches Obst bzw. Obst aus südlichen Ländern. Mir ist der Reifegrad wirklich sehr, sehr wichtig. Und wer einmal in den südlichen Ländern bzw. in tropischen Ländern unterwegs war, der wird wissen, was das für ein Unterschied ist, wenn man dort wirklich reife Früchte isst, die kurz vorher geerntet wurden, und wenn man dann hier Früchte isst, die nachreifen. Das ist wirklich ein himmelweiter Unterschied. Und ich habe das auch schon mal in einem Video beschrieben, beziehungsweise auch in einem Blogartikel beschrieben, dass wenn eine Frucht, auch wenn sie nachreifend ist, man nennt diese Früchte klimakterische Früchte, also Früchte, die jetzt nicht reif geerntet werden müssen, die vorher geerntet werden können, wenn man die erntet und zu früh erntet, dann können sie nicht ihr ganzes Nährstoffspektrum ausbilden. Es ist immer gut, Früchte so lang wie möglich am Baum hängen zu lassen, dass sie wirklich auch das Sonnenlicht speichern können. Ich hatte zum Beispiel kürzlich in einem Bioladen 2-3 Mal eine Bio-Mango gekauft, also die Mangosorte Emily, und auch über meine Bio-Kiste bestellt. Und ich muss sagen, die waren nicht aromatisch und nicht süß. Und ich habe richtig reife Mangos schon auf La Palma gegessen und in Ghana und Tansania. Also ich weiß, wie richtig reife Mangos schmecken. Also deswegen kann ich mir das von Anthony Williams auch nicht so annehmen, dass er sagt, ja, im Supermarkt auch das Obst, überhaupt kein Problem, das reift alles nach. Ja, und er ist auch so unkritisch, was Bananen angeht und Datteln. Also Bananen und Datteln sind ja auch sehr süße, sehr konzentrierte Früchte. Und gerade wenn Menschen schon Probleme haben mit Zähnen, dann wäre ich ein bisschen vorsichtig mit
Datteln und Bananen. Und Bananen sind ja auch die Früchte, die am wenigsten Wasser enthalten. Und ich persönlich bevorzuge ja auch immer wasserhaltige Früchte oder saftige Früchte. Also Bananen esse ich eher selten, beziehungsweise verwende ich die auch mal für den Heavy Metal Detox Smoothie. Aber da sind ja noch Wildheidelbeeren, das Grün dabei und Wasser. Also ich esse Bananen pur eher selten. Ich habe ja noch ein Buch, natürlich Entgiften von Alexandra Stross. Und sie schreibt zum Beispiel: Was regional und saisonal bedeutet, wissen viele Menschen gar nicht mehr. Im Bioladen ist bei jeder Obst- und Gemüsesorte das Herkunftsland angegeben und es lohnt sich, wieder ganz bewusst zu registrieren, zu welcher Zeit welches heimische Obst und Gemüse auf dem Markt ist. Es tut auch der Seele gut, wieder einen gewissen Bezug zu dem zu bekommen, was man isst. Direkt beim Erzeuger zu kaufen ist natürlich noch besser. Gerade der Satz, es tut der Seele gut zu wissen, wo das Lebensmittel herkommt, dass man eben auch hier regionale Bauern unterstützen kann. Das finde ich eben für mich auch einen wichtigen Punkt. Und wie gesagt, ich bin oft mit der Qualität der tropischen und südlichen Früchte, die man so im Bioladen und im Supermarkt kaufen kann, nicht zufrieden, weil ich eben weiß, wie wirklich reife Früchte schmecken. Dann fehlt mir in seinen Büchern auch ein bisschen die Thematik Darmreinigung. Ich meine, er hat sich in einem Buch auch mal ein bisschen kritisch zur Hydrokolontherapie geäußert, aber es gibt auch keinen Bezug oder keine Nennung von Zeolit und Bentonit, Flohsamenschalen, dass man eben auch den Darm reinigt oder Einläufe. Er geht den Weg eher über Nahrungsmittel, Supplemente und Superfoods. Aus diesem Grund empfehle ich auch das Buch von Alexandra Stross, Natürliche Darmreinigung, den Darm reinigen und entgiften, Beschwerden bekämpfen und erfolgreich abnehmen. Also ich finde, Darmreinigung ist wirklich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man nicht vernachlässigen sollte. Was ich auch noch ein bisschen kritisch sehe, ich habe ja am Anfang erwähnt, ihm steht ein göttlicher Geist zur Seite, also ein höherer Geist oder ein göttlicher Geist, der mit dem Höchsten verbunden ist, dass Menschen, die ihm folgen, alles unkritisch übernehmen, überhaupt nicht mehr differenzieren, auch mal nichts hinterfragen. Die sagen, naja, wenn es ein göttlicher Geist dem Anthony William einflüstert, dann ist das ja alles wahr. Also die wirklich alles für bare Münze nehmen und nichts mehr hinterfragen. Und das sehe ich ein bisschen kritisch. Man könnte sich ja auch fragen, mit welcher Quelle ist dieser göttliche Geist wirklich verbunden? Also es gibt auf alle Fälle viele wahre Sachen für mich, die Anthony Williams in seinen Büchern beschreibt, aber einige Dinge sehe ich auch sehr kritisch. Also in meinen Augen, für mich persönlich, sind da viele Wahrheiten mit einigen Unwahrheiten vermischt. Aber das muss jeder für sich herausfinden, jeder für sich selber differenzieren. Es gibt viele Menschen, die sehr positive Erfolge mit seinem Ernährungsprogramm haben, aber es gibt auch immer wieder Menschen, die an seinem Ernährungsprogramm scheitern. Und wenn man sich gerade mediale Medizin ein bisschen anschaut und er die Fallbeispiele nennt, dann ist es ja auch so, dass der göttliche Geist ihm immer so ganz explizit sagt, an welchem Problem leidet dieser Mensch wirklich, was ist wirklich die Ursache und welche Maßnahmen müssen ergriffen werden. Und jetzt hat er dieses Konzept in Bücher gepackt, so für die breite Masse. Da gibt es keinen göttlichen Geist, der dann jedem, der dieses Buch liest, ins Ohr flüstert, welche Maßnahmen jetzt aktuell und genau für ihn passen. Und das ist so ein bisschen das Problem dieses Buches. Seine Gabe scheint ja sehr individuell zu sein, dass er wirklich die Leute, die Menschen ganz individuell berät, aber das Buch ist so für die breite Masse angelegt. Und da kann es natürlich passieren, dass auch einige Menschen daran scheitern. Ich hatte zum Beispiel auch mal ein Beratungsgespräch, wo eine Frau auch 1,5 Jahre das Ernährungsprogramm nach Anthony William praktiziert hat. Und danach hatte sie einige Beschwerden, vor allem mit den Zähnen und dem Zahnfleisch, glaube ich auch. Und dann haben wir versucht, das ein bisschen aufzudröseln. Was kann sie beibehalten? Was soll sie eher ein bisschen einschränken? Sie war auch zum Beispiel so ein Mensch, die sagt, sie braucht eigentlich so früh noch nichts und hat auch schon, glaube ich, um 6, 7 angefangen mit Zitronenwasser und dann Stangenselleriesaft und dann Detox-Smoothie und war die ganze Zeit auch damit beschäftigt. Und dann wäre es vielleicht wirklich gut, wenn man eher so der Typ Mensch ist, der morgens nichts braucht oder eher intermittierendes Fasten betreibt, dass man das einfach ein paar Stunden nach hinten verschiebt. Gerade in den Morgenstunden bis vormittags ist ja der Körper auch in der Ausscheidungsphase. Und mir persönlich bekommt es immer sehr, sehr gut, wenn ich bis um 12 überhaupt nichts zu mir nehme. Aber es ist eine ganz persönliche Sache. Ich kann da auch wirklich hier nur von mir sprechen. Ich verstehe auch, dass Anthony William in seinen Büchern die breite Masse ansprechen möchte, also Menschen, die sich auch eher konventionell ernähren, von Fleisch und also viele tierische Produkte, Brot, Kuchen, Süßigkeiten. Und wenn man die jetzt auf eine vegane Ernährung setzen würde mit viel Rohkost und sagt, ah, zweimal am Tag essen ist eigentlich das Beste, dann kommt natürlich bei den Menschen Stress auf und Hungerattacken. Deswegen ist es am Anfang auch ganz gut, wirklich mehrere Mahlzeiten zu haben, wegen mir auch alle 2 Stunden zu essen. Das kann für den Anfang, wenn man die Ernährung wirklich gleich auf pflanzlich und fettarm umstellt, ist es am Anfang für die meisten Menschen wahrscheinlich sogar hilfreich, wenn sie
mehrmals am Tag oder wirklich alle 2 Stunden essen. Schwierig wird es natürlich auch bei seinem Ernährungsprogramm, bei seinen Büchern. Ich hatte das schon erwähnt, es ist für die breite Masse angelegt und in seinen Beratungen geht er ja eher sehr individuell vor, dass eben wir Menschen verschieden sind und es können Menschen die gleichen Symptome haben, aber die Krankheitsursache kann ja individuell verschieden sein und dieses Problem löst dieses Buch nicht unbedingt. Also ich halte es nicht für förderlich, dann immer jetzt oder in den meisten Fällen den Epstein-Barr-Virus dafür verantwortlich zu machen, weil er auch sagt, die Wissenschaft ist noch nicht so weit und das wird man vielleicht erst in 15, 20 Jahren herausfinden. Wir müssen es ja in dem Sinn erstmal glauben. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich das generell ablehne und sage, nee, das kann auf keinen Fall sein. Also ich finde, da kann man ruhig ergebnisoffen herangehen, darüber diskutieren, auch forschen. Mir ist halt wichtig, aufzuzeigen, dass wir Menschen hochindividuell sind, dass die Ursachen für bestimmte Symptome, chronische Krankheiten eben sehr individuell verschieden sein können. Und darauf müsste man dann eben auch als individuelle Person, wenn man diese Bücher liest und diese Ernährungsprogramme in seinen Alltag integrieren möchte, auch darauf achten. Also dieses Körpergefühl, auf diese innere Intuition zu hören und seinen eigenen individuellen Weg zu finden, gehört eben auch dazu. Und es gehört auch dazu, zu scheitern oder in eine Sackgasse zu geraten, dass man sagt, nee, so mit diesem Weg komme ich persönlich nicht weiter. Ich nehme jetzt aus diesem Weg nur die und die Aspekte mit heraus und gehe einfach einen ganz individuellen Weg und nehme mir vielleicht noch Aspekte von einem anderen Ernährungsprogramm dazu. Das finde ich wichtig, dass man ein bisschen differenziert und seinen eigenen Weg daraus macht. Ich persönlich halte es so, dass ich mir aus seinen Büchern auf alle Fälle wertvolle Inspirationen und Tipps herausziehe. Also das sehe ich schon, da sind schon wirklich wertvolle Tipps enthalten. Ich verlinke euch auch alle 4 Bücher unter dem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Sind auf alle Fälle lesenswert und fast jeder kann sich daraus wirklich etwas Positives ziehen. Aber ich kombiniere sein Ernährungsprogramm bzw. seine Sichtweise eben auch mit anderen Büchern, Sichtweisen, zum Beispiel mit Arnold Ehre, die schleimfreie Heilkost, oder aber auch mit Galina Shatalova, wir fressen uns zu Tode. Dieses Buch habe ich in den letzten Jahren auch schon regelmäßig in meinen Videos erwähnt. Oder eben aber auch mit diesem Buch Natürliche Darmreinigung, Alexandra Stross. Also es gibt viele gute Ernährungsbücher, auch Grün Essen von Joachim Mutter. Also es gibt viele verschiedene Strömungen, die ich so in mir aufnehme und dann einfach mein eigenes Ernährungsprogramm mache. Ich bin ja auch eine Praktikerin, also ich experimentiere gern und schaue, wie Körper, Geist und Seele, wie mein System ganzheitlich auf verschiedene Experimente reagiert. Das gebe ich dann auch weiter, berichte davon und gehe dann einfach meinen eigenen Weg. Ich sage immer, wir brauchen keine Gurus, denen wir blind folgen. Es ist auch immer ganz wichtig, Zweifel zu haben, hinter die Dinge zu schauen, selbst zu experimentieren, wirklich auch in die Praxis zu gehen und zu schauen, funktioniert das für mich eigentlich in der Praxis, im Alltag? Wir Menschen, wir sind alle hochindividuell. Wir sind nicht alle gleich. Wir haben verschiedene Vorgeschichten, wir stehen an verschiedenen Punkten im Leben und deswegen gibt es auch nicht so eine Einheitsformel für eine allgemeine Gesundheit für alle. Auch wenn ich jetzt regelmäßig in meinen Videos zum Beispiel über Arnold Ehret spreche und die schleimfreie Heilkost, heißt das nicht, dass ich zu 100% alles übernehme, was Arnold Ehret sagt. Zum Beispiel ist es auch so, dass die schleimfreie Heilkost, so wie Arnold Ehret sie damals praktiziert hat, ist heute kaum möglich für jemanden, der in einer Großstadt lebt und eine gewisse Vorgeschichte hat, auch Schwermetallansammlungen, die es ja damals so in diesem Maße wie heute nicht gab, auch Pestizidansammlungen im Körper. Wenn man in einer Großstadt lebt, dann kommen ja noch so ganz andere Einflüsse auf einen zu, wie damals vor 100 oder vor 120 Jahren. Also das muss man auch ein bisschen differenzieren, dass man zum Beispiel jetzt nicht ein Jahr lang schleimfrei in einer Großstadt leben kann. Oder dass man eben auch grüne Lebensmittel benötigt, chlorophyllhaltige Lebensmittel, die den Körper entgiften, das Blut reinigen, auch zur Bluterneuerung beitragen. Das ist in der heutigen Zeit ganz wichtig. Arnold Ehret lobt zum Beispiel auch sehr die Trauben, Traubensaft, Trauben. Ich persönlich kann mit Trauben nicht so viel anfangen. Die Qualität heutzutage stellt mich nicht zufrieden. Die einzigen Trauben, die ich gern mag, wenn Menschen zu unseren Rohkosttreffen ihre Trauben aus dem Garten mitbringen. Also dann esse ich auch mal Trauben. Sonst esse ich zum Beispiel keine Trauben oder trinke auch keinen Traubensaft, auch wenn Arnold Ehret das empfiehlt, weil ich einfach mit Traubensaft nicht so gute Erfahrungen gemacht habe. Das war es jetzt von mir. Das war mein Video. Meine Meinung zu Anthony William. Ich hoffe, ihr konntet euch einiges aus diesem Video mitnehmen. Ich würde mich natürlich über einen regen Gedankenaustausch unter diesem Video freuen. Kennt ihr Anthony William? Kennt ihr seine Bücher? Was habt ihr für Erfahrungen mit seinen Ernährungstipps, mit seinem Ernährungsprogramm gemacht?
Seid ihr eventuell gescheitert? Habt ihr sehr positive Erfahrungen gemacht? Konnte irgendwas in eurem Körper harmonisiert werden? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Wünsche euch eine wundervolle Zeit. Alles Liebe, alles Gute. Eure Silke.